Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nickfrei zockt, Radsport Manager 2013. Heute mit meiner Paradedisziplin, nämlich der, die ich überhaupt nicht kann. Etappe 4, Nizza nach Nizza, 23,5 Kilometer, Teamzeitfahren. Teamzeitfahren ist, glaube ich, im Radsport Manager mit einer der schwersten Aufgaben, die man haben kann. Und wir werden mal unser Bestes versuchen, ob wir es schaffen, das irgendwie hinzukriegen. So, wir brauchen erstmal ein Zeitfahrrad. Nehmen wir mal das Team. Ja, nehmen wir mal das Teamrad. Das kenne ich am besten eigentlich mittlerweile. Als Vorderrad nehmen wir das... ich bin gerade am Gucken. Ich glaube, das Swin 409 Plus ist das Beste, was Zeitfahren und Ebenenfahren angeht. Das Hinterrad ist natürlich ein Zeitfahrrad, was auch einen guten Ebenenwert haben sollte. Haben wir hier mit dem Swin 1000 Plus und als Helm nehmen wir natürlich einen Zeitfahrhelm. Dann kommen wir auf Zeitfahren 50. Ich habe noch keine bessere Konfiguration gefunden. Ich hoffe mal, das passt. Und dann geht es auch schon rein ins 3D-Rennen. Peter Felte ist weiterhin unser Kapitän. Wir gucken mal schnell in die Stände rein, wie es aussieht. Chavanel momentan am weitesten vorne platziert mit der 6. Platzierung. Toni Martin 9. Felte ist 12. Und Kwiatkowski 15. Alle natürlich, auch über die Hügel gekommen. Und Anwärter, die fürs Gesamtklassement auch ein paar Pünktchen und so weiter und ein paar Zeitspänchen sammeln dürfen. Dann haben wir hier noch ein paar Sprinthelfer, die leider, ein bisschen auf der Strecke geblieben sind, aber doch einige Sprintpunkte sammeln könnten. Wenn wir uns mal die Sprintpunkte angucken, dann haben wir hier Cavendish mit 72, Stegmanns mit 50 und Chavanel mit 37, okay. Trentin 27 und so weiter. Bergpunkte, da fahren wir momentan nicht so wirklich drauf. Wir haben keinen wirklichen Bergfahrer. Kwiatkowski ist noch der beste Bergfahrer, den wir haben mit 75 Punkten. Aber ich glaube, damit dauerhaft um die Berge mitstreiten zu können, ist relativ schlecht. Gut, nichtsdestotrotz, das ist unser Setup, mit dem gehen wir in diese Etappe rein und wie gesagt, es ist ein Teamzeitfahren, das läuft ja ein bisschen anders ab wie Einzelzeitfahren. Teamzeitfahren bedeutet ja, das ganze Team strampelt los und ich glaube, der 5. Fahrer wird gewertet. Alles, was dahinter ankommt, kriegt die gleiche Zeit wie dieser Fahrer, soweit ich weiß. Also alle kriegen die Zeit vom Team. Ja, Favoriten dürften hier auf der Etappe sein Sky vor Garmin, vor BMC. Sagt zumindest hier der Computer. Und ich mache mir so ein bisschen Gedanken, ob wir das überhaupt schaffen, denn wir haben gar nicht so wirklich gute Zeitfahrer im Team dabei. Also die haben zwar ein paar Zeitfahrspäne drauf, aber Zeitfahrer ist dann doch noch ein bisschen was anderes. Naja, wir werden mal gucken, wenn er denn hier durchgeladen hat. Ist natürlich immer eine sehr umfangreiche Ladesituation hier, weil es eine Tour de France Etappe ist mit 198 Fahrern. Und ja, da dauert das alles ein bisschen länger, wie in den normalen Die Fahrer Geschichten. Und ihre Betreuer haben für die 4. Etappe der diesjährigen Tour per Fähre auf den Kontinent übergesetzt. Dort wartet das 25 Kilometer lange Zeitfahren in Nizza auf sie. Die Strecke ist zu kurz, um einen großen Zeitvorsprung zu erzielen, aber die Favoriten werden zeigen wollen, dass sie und ihre Teams in Topform sind. Die psychologische Kriegsführung kann einen moralischen Vorsprung einbringen, auch wenn sich das nicht auf das Endergebnis auswirkt, wie er 2011 gezeigt hat. Ja, ich habe keine Ahnung, warum die Musik jetzt auf einmal so laut ist im Vergleich zum Kommentator. Ich hoffe, ihr habt es trotzdem verstanden. Und wir werden hier mal ein bisschen die Zeit beschleunigen, bis unser Team dran ist. Und dann machen wir natürlich radikalen Cut und werden die Zeit schlagartig verlangsamen im Pausenmodus, um dann mal zu gucken, wie wir das Ganze einstellen.
Wir könnten nachgucken, wo genau wir sind. Also wann wir fahren dürfen, aber wir dürften relativ weit vorne mit dabei sein. Weil wir noch vier Fahrer mit darunter haben. Hier ist Pro Cycling mit Porte in Gelb. Also Sky meine ich damit. So, und da sind wir dran. Und das lassen wir jetzt natürlich ganz langsam anlaufen. Und dann machen wir unsere Einstellungen. So, weil ab jetzt können wir sie kontrollieren. Unsere, ja, Damen und Herren hier sozusagen. So, wir wählen die mal aus. Zeitfahren bedeutet 99%, zumindest im Team Zeitfahren. Und jetzt gilt es, nach diesen Werten hier unten ein bisschen Zeit zu berechnen oder Zeit zu geben, zu fahren. Ich richte mich mal nach einem Guide, den ich gesehen habe für einen 2012er, wo ich keine Garantie für übernehme, dass der jetzt noch gilt. Kann durchaus sein, Moment, nee, der soll nur 15 Sekunden treten. Der hat nämlich Zeitfahren 76 und dann Pinot, der soll am besten gar nicht. Maximal eine Sekunde. Ich bin sogar am Überlegen, ob wir den ganz rausnehmen. Das können wir ja, wenn wir hier anklicken, können wir sagen, immer hinten bleiben. Chavanel ist wieder ein guter Zeitfahrer. Dem können wir mit 75 vielleicht auch nochmal 15 Sekunden geben. Ich meine, ich will jetzt auch nicht einen Martin komplett verheizen. Ja, Cavendish. Bleibt mal hinten. Und eine Sekunde, dich brauchen wir nicht für Zeitfahren. Er darf ruhig mal 10 Sekunden, na, ich weiß nicht, 5 Sekunden führen. 71 ist jetzt nicht so die Welt. Ich bin sogar am Überlegen, ob wir den ganz rausnehmen. Müssen wir mal gucken, wie das mit der Energie hinhaut. Den nehmen wir natürlich ganz raus. Das macht keinen Sinn. Er mit 71 ist auch so mehr der Kandidat für 5 Sekunden führen. Und, Trentin, den nehmen wir ganz raus und er geht auf 0 runter, also auf eine Sekunde. Und ja, dann sind wir mal gespannt. Hier dürften sich gleich ein paar Fahrer umsortieren. Und dann sind wir mal gespannt, wie das Ganze hier läuft. Ja, Martin momentan die Hauptführungsarbeit, jetzt kommt Feltis vor. Die lassen sich jetzt, glaube ich, hier reinfallen, weil wir nur 4 Fahrer haben, die wirklich Führungsarbeit machen. Weil wir müssen mal aufpassen, dass das hier hinhaut, sag ich mal, von den Energien her. Blau ist ja die Fahrtstrecke und grün ist die Energie des Fahrers und wenn da die grüne Balken sozusagen unter die blauen Balken gehen, dann kriegen wir ein leichtes Problem. Das heißt, der Fahrer kann nicht mehr volles Tempo gehen, wird langsam zurückfallen, geht ein bisschen kaputt an der ganzen Geschichte. Bei Trentin können wir das schon schön sehen, dass der auch langsam zurückfällt. Den hängen wir langsam ab, wir treten zu stark rein. Martin ist ein starker Zeitfahrer, hat mehr Energie wie Wegstrecke, das heißt, es könnte ganz gut kommen. Oh oh. Ja, Cavendish, Pinot, die kommen schon nicht mehr mit. Wir müssen mit diesen 5 Leuten, wie es aussieht, und jetzt dürfen wir aber auch keinen weiteren mehr verlieren hier. Und Temstra ist auch kurz davor, den Geist aufzugeben. Das ist nicht gut. Da haben wir wieder unser Problem. Dieser Radsportmanager ist halt doch völlig anders wie alle anderen. Er ist anders. Man muss es einfach so festhalten. Er ist einfach anders. So, wir hauen bei denen dann auch mal wieder Führungsarbeiten mit rein. Und ich bin am Überlegen, ob wir Temstra... Ich bin am Überlegen, ob wir den runternehmen sollen von der Energie her. Dass er nicht führen soll, sondern dass er hier irgendwie mit 75% noch mitradeln soll. Ich habe jetzt die Hoffnung, dass die anderen dann sozusagen noch nachkommen, dass die wieder rankommen. Wenn Feltis jetzt hier Führungsarbeit leistet und die dann auch, hoffe ich, dass Pinot und Co. wieder rankommen. Momentan würden wir, ach du lieber Himmel, Dritter sein. Omega Pharma Quickstep, hier sind wir mit 14 Sekunden Rückstand. Ja, wir müssen es wohl auf einer Sekunde lassen. Das bringt wohl alles nichts. So, Temstra, wo haben wir ihn denn? Der soll zurückfallen. Kwiatkowski soll das übernehmen.
Wir werden früher oder später Fahrer verlieren. Das ist ganz normal. Pinot gibt auch schon auf. Cavendish ist völlig am Abdrehen. Ach du lieber Himmel. Stegmanns fährt mit, aber jetzt fällt auch Stegmanns hier raus. Ach du lieber Schreck. Ich ahne Böses. Martin ist der Einzige, der noch richtig fit ist. Und der düst vorne weg und hängt seine Kollegen ab. Können alle nicht mehr, noch 5 Kilometer. Die anderen fahren irgendwie viel besser zusammen. Also das war mal eine Taktik, die im 2012er super funktioniert hat. Im 2013er können wir die dann wohl abhaken. Oder wir haben nicht die richtigen Fahrer dafür. Also Stegmanns würde derzeit gewertet und hängt natürlich ewig weit hinten dran. Martin hat noch Energie, Martin zieht auch noch durch. Aber Martin zählt leider nicht, sondern der Letzte, der reinkommt, zählt. Und der Letzte, der reinkommt, ist, wie es aussieht, Stegmanns, wenn sie 5 Stück werten. Wenn sie 6 Stück werten, haben wir ein Problem. Alter Schwede. So, jetzt Martin über die Linie. Fällt es über die Chavanel und Stegmanns. Und wir sind Fünfter im Ziel. Immerhin, wir sind Fünfter im Ziel. Das ist ja der absolute Knaller. Die große Frage ist, wir waren hier 9. Ach du lieber Schreck, das geht mit Sicherheit noch ein bisschen zurück. Ja, 6. sind wir schon. Jetzt sind wir mal gespannt, wo das Ganze hingeht. 35 Sekunden verlieren wir. Das war die 2012er Taktik für Zeitfahren. Mehr sage ich dazu nicht. 8. Ach du lieber Schreck, 35 Sekunden Rückstand. Immer noch 8. Hier unten steht 2.8, 35 Sekunden. Jetzt sind wir schon 2.9. Es geht langsam rückwärts. 2.10, alter Schwede. In der Zwischenzeit sind wir aber auch 10. Also wir können es geschafft haben, unter die Top 10 zu kommen. Wir haben halt, wir haben alles gegeben, im wahrsten Sinn des Wortes. Garmin gewinnt das Ganze, Porte bleibt in Gelb und jetzt sind wir mal am Gucken. Froh, Martin, Costa, Schleck, Morfort, Klöden. Es sieht nicht wirklich gut aus. Wir haben viel Zeit verloren. So, Sagan 113, Cavendish 72, das bleibt alles bestehen und Sagan ist weiterhin schwarz. Ab dem Sprinter ist irgendwie immer alles schwarz und ich habe keine Ahnung warum. So, Bergpunkte. Und bester Nachwuchsfahrer, ja, TJ van Garderen, Kwiatkowski, 35 Sekunden Rückstand auf Talensky. Puh, ja. Ich sag nur eins, Teamzeitfahren. Es war schon immer meine größte Baustelle und ich habe mir extra Guides angeguckt und habe rumprobiert und alles gemacht und getan. Und die Guides aus dem Radsportmanager 2012 haben mir mal gar nichts gebracht, wie man hier sieht. Es kommt natürlich auch auf die Form der Fahrer an. Die ist bei uns schon nicht die beste, weil uns die ganze Vorbereitung natürlich abhanden gekommen ist. Stegmanns. Wäre der ein bisschen schneller gewesen, könnten wir ein bisschen weiter vorne sein, aber es wird der 5. Fahrer gezählt vom Team und die Zeit kriegt das komplette Team und deshalb hat Stegmanns dummerweise mit 35 Sekunden Rückstand dafür gesorgt, dass wir so weit hinten liegen. Man kann es ihm nicht wirklich vorwerfen, er ist kein Zeitfahrer und er hat sich relativ gut gehalten. Die anderen, die sind teilweise echt schon abgestorben auf dem Weg dahin. Toni Martin hätte ich vielleicht länger führen lassen sollen. Der hatte noch Mods Energien hinten raus. Das Team war völlig platt. War vielleicht auch ein taktischer Fehler, aber ich kann, wie gesagt, Teamzeitfahren überhaupt nicht. Hab mir extra Guides dafür angeguckt und muss ganz ehrlich sagen, die Guides sind überholt. Also zumindest wenn man mit so einem Team antritt wie ich, sind diese Guides überholt. Damit gewinne ich hier auch keinen Schuss Pulver. Und ich wüsste nicht, was ich jetzt falsch gemacht haben sollte. Ich bin froh, dass wir mit Kwiatkowski hier noch in der Jungfahrerwertung relativ weit vorne sind. Vielleicht können wir da noch irgendwas reißen.
irgendeine Wertung oder irgendwas. Mal schauen. Vielleicht gewinnen wir irgendwann mal irgendwo hier auf dieser Etappe mal irgendwie ein Trikot oder ja, eine Etappe. Schauen wir mal. So, das war das Teamzeitfahren. Die Etappe 4 in Nizza, von Nizza nach Nizza, 23 Kilometer. Und ist heute mal ein kürzerer Part, aber das wird meinem Rechner mit Sicherheit gut tun. Der hat nämlich an dem letzten Part, der ganze 47 Sekunden lang war, doch durchaus mal 2 Stunden gerendert. Dann habe ich nochmal durchaus 6 Stunden hochgeladen. Deshalb auch alles so, wie es war. 15 Minuten ist eine super Zeit, kann man sich mal flott angucken, finde ich gar nicht so verkehrt, aber das ist halt meistens nur beim Zeitfahren so, vor allem wenn ganze Teams fahren. Einzelzeitfahren sieht dann auch wieder ein bisschen anders aus. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen, hoffe ihr seid bei der 5. Etappe der Tour de France auch wieder dabei, wenn es dann von, oh Gott, soll ich versuchen auszusprechen, Canet-sur-Mer nach Marseille geht. 218,7 Kilometer angeblich mit einer Dreierkategorie, einem Sprint und drei Viererkategorien. Das ist dann wieder Land für Kwiatkowski, für Feltes und Co. Sprinter haben da relativ wenig Chancen, wobei man muss dazu sagen, es sind nur Viererhügel. Wir könnten Glück haben, sage ich mal. Aber eher nicht, weil Sagan ist das eher Sagan-Gebiet. Aber wir könnten Glück haben, da vielleicht was zu reißen. Vielleicht können wir auch mal einen Angriff versuchen mit Chavanel. Der hat ja heute auch zugeschlagen. So ein bisschen versucht, da was zu reißen am Ende der 2. Etappe. Und bin ich mal gespannt, ob wir da vielleicht was hinkriegen. Mit einem Ausreißversuch da hinten in den Hügeln vielleicht irgendwie noch eine Wertung rausfahren oder sonst irgendwas irgendwie vorne wegkommen. Vielleicht schaffst du auch Kwiatkowski und übernimmt damit die Jungfahrerwertung. Ich weiß es nicht genau, wir werden sehen. Wir müssen gucken, wie das Ganze dann aussieht, wie sich die Rennsituation ergibt und wie das Terrain wirklich ist. Es sieht hier einfacher aus, wie es in Realität ist. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß, auch wenn es Teamzeit war, nicht so meine Welt ist. Und klickt beim nächsten Mal auch wieder rein. Bis dahin noch viel Spaß auf YouTube, viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bye, bye.